Harald Meier zurück in seiner Heimat Ramstein. Vor wenigen Tagen war er bundesweit in den Schlagzeilen. Er muss erst verdauen, dass er vergangene Woche vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster eine herbe Niederlage erlitten hat. Er kämpfte dort um ein Medikament, mit dem er seinem Leben freiwillig ein Ende setzen kann. Vor 25 Jahren erkrankte er an multipler Sklerose, ist mittlerweile vom Hals abwärts gelähmt. Seinen Rollstuhl kann er nur noch mit dem Kinn steuern. Es ist ein Dasein, von dem er nicht weiß, wie lange er es noch auszuhalten vermag. Überlegen Sie doch mal, Sie sind schwer krank. Und irgendein Organ hat sich schon verabschiedet, jetzt in meinem Fall die Blase. So, was ist, wenn die Niere kommt? Was ist, wenn die Leber kommt? Was ist, wenn welche Organe in Ihnen kaputt gehen? Das ist die Frage, die sich stellt. Wie weit kann ich da geholfen kriegen von Palliativmedizin? Das ist nämlich nichts für mich. Ihm droht ein Tod durch Ersticken und Organversagen. Deshalb will er selbst entscheiden, wann und wie er seinem Leben ein Ende setzt. Möglich für ihn mit diesem Mittel, Natriumpentobarbital. Ein Medikament, das er sich von einer Vertrauensperson in ein Getränk mischen lassen kann und das ihm einen sanften Tod ermöglichen würde. Ich sage die ganze Zeit so, im Moment mein Zustand ist schon furchtbar. Nur wenn es katastrophal wird und mehr Organe versagen, dann will ich das selbst beenden. Das ist mein Anliegen. Ja. Ich will deswegen Natriumpentobarbital, weil ich das selbst zu mir nehmen kann. Mit dem Strohhalm. Deswegen ist das mein Mittel Nummer eins. Sein Kampf, um das Recht würdevoll sterben zu dürfen, führt Harald Meier bis zu den höchsten deutschen Gerichten. Bereits 2020 fuhr Harald Meier vor dem Bundesverfassungsgericht einen Etappensieg ein. Die Richter stellten damals erstmalig fest, dass jeder Mensch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Da habe ich ja jetzt das Recht bekommen von denen, dass ich das machen darf. Und man muss mir auch den nötigen Spielraum geben. Und genau diesen Freiraum hat er bis heute nicht bekommen. Denn das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte verweigert ihm auch 2 Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch die für ihn erlösenden Tropfen. Mit Verweis auf das Betäubungsmittelgesetz. Deshalb zog er vors Verwaltungsgericht Münster. Doch das hat jetzt entschieden, dass er keinen Zugang zu dem Mittel bekommen soll, von dem er sich einen würdevollen Tod erhofft. Die Richter verweisen auf andere Medikamente und Sterbehilfevereine. Doch das kommt für Harald Meier nicht in Betracht, wie sein Anwalt deutlich macht. Es gibt dann noch eine andere Option, mit mehreren Medikamenten, mit so einem Medikamentencocktail, das zu machen. Das sind zwischen 60 bis 80 Tabletten, die zermörsert werden müssen und dann in eine Flüssigkeit aufbereitet werden müssen. Das ist so eine breiige Substanz dann. Und die Gefahr besteht auch, dass dieses Medikament erbrochen werden kann, sodass das zu unsicher ist und deswegen für Herrn Meier keine Option ist. Das kommt dann in Apfelmus oder jeweils in so etwas. Das ist mir zu viel zu schlucken. Deswegen einfach mit meinem Getränk mischen, Natriumpentobarbital. Und damit hat sich's. Weil es einfacher ist und zuverlässig. In den Niederlanden, Belgien und der Schweiz dürften die Ärzte ihm Natriumpentobarbital verschreiben. In Deutschland aber ist das verboten. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, warum das Mittel nicht. Warum nicht das beste Mittel, das zur Verfügung steht. Seine Hoffnung setzt Harald Meier jetzt auf das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, das in nächster Instanz entscheiden muss.